Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash. Ich freue mich, dass du einschaltest zu einer neuen Folge von Horse Heaven. Ja, schön, dass du da bist. Ich muss mal einmal gucken, wie lange braucht denn hier mein Pferd noch? Ich möchte doch den Appaloosa gerne haben. Noch 2 Stunden. Oh Mann, oh. Ich will doch aber den Appaloosa. Aber guck mal, dann habe ich die Münzen da fertig. Ach Mensch. Na gut, dann kümmere ich mich heute um mein erstes Fantasiepferd, würde ich sagen. Denn ich habe Folgendes getan. Warte, ich zeig dir das jetzt. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht wieder ab, denn das genießt im Moment leichte Absturzgefahr. Ist ein wenig nervtötend. Und wenn du hier diese Rennen machst, dann kannst du ja immer die Sachen anfordern, ne? Hier so diese Steine. Pass auf, und wir machen jetzt einfach mal so ein Rennen zusammen. Und wenn man hier jetzt sieht, dann sieht man, dass der Seiko den besten Streckenrekord hat. Braucht man gar nicht weiter gucken. Den nimmt man jetzt. Und, oh, mit Flügeln. Und jetzt habe ich gewettet auf den Seiko. Seiko galoppiert jetzt los. Seiko wird auch dieses Rennen wahrscheinlich easy cheesy gewinnen. Und bei den ersten beiden Rennen, auf die man setzen kann, ist das so klar. Beim dritten Rennen sind dann die Pferde, sind immer 2 Pferde, die sehr dicht beieinander sind. Und da hat man dann irgendwie so eine 50-50-Chance zu gewinnen oder eben auch nicht. Und ich habe das jetzt halt immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache die ersten beiden Rennen und gehe dann auf Anfordern. Das mache ich jetzt einfach mal, ist ja egal. Und dann bekomme ich, ja, dann bekomme ich nämlich diese Achate. Und ja, hab die dann jetzt. Und dafür ist auch schon geil, wenn man die Aufnahme irgendwie jetzt schon das dritte Mal startet und jedes Mal stürzt das Spiel ab. Danke, Horse Heaven. Seit dem letzten Update ist das echt ein bisschen nervig. Also, was ich sagen wollte, diese Achate kann man hier ja nutzen. Und dann kannst du die hier einsetzen, ne? Bis du eine reelle Chance hast, ein Pferd der Fantasie zu zähmen. Und die bekommt man im Augenblick relativ einfach. Und wenn du, ich glaube, 12 Stück einsetzt, hast du eine 100%ige Chance, ein Fantasiepferd zu kriegen. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal. Ist ja schön, oder? Finde ich voll gut. Und so werde ich jetzt Fantasiepferde sammeln. Oh, guck mal, ein Elfenbeinfeenpferd. Wie schön. Dein Stall ist leer. Stell schnell dein Pferd hinein. Komm, wir gehen es gleich anschauen. Oh Gott, nee, das muss ja irgendwie einen besonders coolen Namen haben. Oder ein Elfenbeinpferd. Wie hieß denn noch die kindliche Kaiserin bei der unendlichen Geschichte? Hatte die überhaupt einen Namen? Ich glaube, nein. Die nennen wir dann... ach Gott, das muss ja irgendwas Besonderes sein mit... ich weiß leider auch nichts auf Istira oder so. Also das ist die Elbensprache von Herr der Ringe. Mir fällt da gerade kein Wort ein, leider. Aber wir nennen es doch einfach Istira. Ist doch ein schöner Name. So, dann gucken wir sie uns mal an. Achtung. Oh, schau mal mit so Flügelchen. Ich brauche jetzt aber dringend Äpfel, wenn ich das richtig sehe. Ich habe hier auch ausgebaut. Ich ernte mal. Kann ich überhaupt noch genug ernten? Ich ernte mal ein bisschen was, so viel wie geht. Ich habe ausgebaut, wie du siehst. Mein Speicher ist voll. Ich habe ausgebaut, wie du siehst, damit ich überall alles anbauen kann. Ich gehe jetzt auch mal hier noch das Geld einlösen. Na, das hilft ja nichts. Ich will also abholen. Sonst kommt kein neues dazu. Gib mir mehr Geld. Upsala. Und ich habe auch Schokokuchen angebaut, ja. Ich baue Schokokuchen an. Ich backe den nicht, ich baue den an. Na und? Lass mich doch. Na gut, hier, das Geld wollte ich. Aufgabe abgeschlossen. Zeig mal her. Reinige den Paddock. Laufe 5 Jagdrennen. Ernte, besuche 10 Ranches von Freunden. Ach du guter Gott. Verkaufe 10 Müsli-Riegel. Das ist ein leichtes. Ich muss mal eh gucken. Ich muss ja eh Sachen verkaufen wahrscheinlich, ne? Habe ich irgendwas? 10 Müsli-Riegel? So viele soll ich verkaufen. Na, pass auf, ich fütter erstmal. Ich guck mal erstmal, was... Ach so, was die Pferde so wollen. Da kann ich doch hier bleiben. Okay, lass mal kicken. Ob ich hier was loswerde? Nein, die wollen andere Sachen essen.
kann ich hier was loswerden. Und was ich dann nicht loswerde, kann ich dann nämlich verkaufen. Denke ich. Ich werde jetzt übrigens auch wieder mehrere Folgen hintereinander aufnehmen müssen. Weil... Upsala. Weil ich die Woche etwas beschäftigt bin, damit im Krankenhaus rumzuliegen. Deswegen nicht wundern. Ich werde jetzt mehrere Folgen hintereinander aufnehmen, damit du die ganze Woche über wenigstens ein bisschen Horse Heaven anschauen kannst. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, dann lass mal sehen. Da werde ich nichts weiter los. Dann gucken wir noch in den USA. So, dann lass mal schauen. Werde ich hier noch irgendwas los? Nee, werde ich nicht. Dann muss ich Sachen verkaufen. Komm schon. Verkaufen. Davon verkaufen wir mal 14. Davon immer die Hälfte ist eigentlich ganz gut. Ne? Wovon habe ich noch viel? Davon habe ich relativ viel. Und ja, davon eigentlich auch. So. Dann ernte ich den Rest hier. Gerade das Futter bräuchte ich ja eigentlich. Ne? So, und das auch noch. Speicher ist schon wieder voll. Komm schon. So, jetzt werde ich aber was los hier. Prince. Prince bekommt als erstes mal hier so eine. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Kleiner Prinz, bitte sehr, du Schatz mit Locken. Und ich muss dringend Äpfel ernten, wenn ich das richtig sehe. Reicht es denn hier auch noch? Ja, Proko möchte nämlich nur eins. Das ist nämlich kein verfressenes Pferd. Was definitiv eine Lüge ist. Ich glaube, ich habe noch nie ein Pferd getroffen, was nicht verfressen ist. Alle Pferde, die ich kenne, sind dauernd hungrig. So. Stufe 8 erreicht ist auch nice, würde ich sagen. Da kann ich jetzt nichts weitermachen. So. Ah, kann ich aber hier, warte. Kann ich hier noch was ernten oder so? Das kann ich mal mitnehmen. Sehr gut. Dann, oh, jetzt muss ich wieder 2 Tage warten, bis ich das nächste machen kann. Oh, das ist ja lang. Schade, sonst hätte ich gleich ein zweites holen können. Aber vielleicht kann ich da mit dem züchten, ne? Es haben ja viele so Fantasiepferde schon. Nur ich hatte ja keins. So. Weiter geht's. Und... Ach, du willst Weintrauben. Ich habe keine Weintrauben für dich, du perfektes Pferd. Schon einige Derbys gewonnen. Ich sammle jetzt erstmal... Mein Speicher ist voll. Das kann er nicht. Ich habe doch jetzt schon Pferde gefüttert. Wollen die mich veräppeln eigentlich? What's going on? Ha? Ha? Tja, was verkauft man jetzt mal? Ich habe nichts zu verkaufen. Mann, ey. Das ist echt nicht nett, wa? Na komm, dann verkaufen wir davon. Davon. Und davon habe ich eh viel zu viel. So. Weil ich brauche ein paar Äpfel für mein Feenpferd. So. Gleich neue anpflanzen. Und ich habe auch als Aufgabe noch irgendwie in Füssen einen Hengst zu kaufen, glaube ich. Aber bis jetzt gab es da mal keinen, den ich haben wollte. Also vielleicht sollte ich da auch mal den Markt noch ausbauen oder so. Ich weiß nicht. Ja, der Speicher ist vollkommen schon echt. So. Gut, dann gehe ich jetzt. Also, das mit dem Speicher ist echt ein Trauerspiel. Ich könnte jetzt noch einmal ausbauen, glaube ich. Also einmal würde noch gehen. So. Komm her. Du kriegst jetzt hier Äpfelchen, du kleines Süßes. Oh, die Vögel sind mega. Oh Gott. So. Oh, du bist süß. Ich habe keine Weintrauben für dich. Ich muss erst Weintrauben ernten. Ist das nicht traurig? Komm, ich baue hier gleich rotes Futter. Brauche ich eh, ne? Also für irgendwas brauche ich das. Nein, ich will es nicht beenden. Ich will noch welches anpflanzen. So. Na, da habe ich nichts mehr. Kann ich da was anderes machen? Da fehlen mir Sojabohnen. Da fehlt mir Gras. Und da fehlt mir auch Gras. Okay. Okay. Was soll ich dazu sagen? So, ab geht's, ab durch die Mitte, dann kann ich hier die Cupcakes mir schnappen und dann geht's ab nach Füssen. Oh, wisst ihr, was ich in Füssen immer vergesse, ist die Mine, jedes Mal. Oh, es gibt Dias, nice.
So, 10 Stück, das ist mal gar nicht so wenig. So, weiter geht's. Hier habe ich ausgebaut, damit ich ein bisschen Geld mehr habe. Und Kuchen und Weintrauben. Ich brauche in erster Linie Weintrauben. Was für eine Aufgabe habe ich denn abgeschlossen hier? Hier anscheinend nichts. Besitze ein Farmcenter der Stufe 3 in Füssen. Müsli-Riegel. 10 Ranches von Freunden. Oh, ich glaube, das werde ich in der nächsten Folge machen, wa? Hier sammle ich ja erstmal das Geld noch ein. Mal, habe ich hier noch so ein Fütterchen für dich? Chico, du wunderbares Pferd. Eine kleine Rennsemmel ist doch der Chico, ne? So, dann... Da kann ich gleich schauen. Da kann ich auf alle Fälle füttern. Ich nehme jetzt hier nur die Kirschen mit. Also so weit, wie ich halt kann. Ist ja nicht so leicht hier mit mir. Mensch, oh Mensch, do. So, nach Pferden wollte ich schauen. Ein Württemberger könnte ich eigentlich nehmen. Ein Knappstrupper 1500 ist mir echt zu teuer. Ja, ein Württemberger. Ja, bin ich jetzt irgendwie nicht so. Naja, aber ich beende die Folge jetzt und werde dann jetzt in der nächsten Folge, ich glaube, mal 10 Freunde besuchen. Oh mein Gott, das werden viele Freunde sein. Ich sag bis morgen. Tschüss, deine Damakasch.